Herzlich willkommen zum Marktupdate Live hier auf dem YouTube-Kanal von Comdirect. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr auch wieder hierher gefunden habt. Heute am Montag, 17 Uhr, gibt es wieder Antworten auf eure Fragen zu Aktien, Finanzmarktthemen, Börsen und Co. Ich bin Andreas Lipko, habe ich schon gesagt. Und wie gesagt, ich lege jetzt los für diejenigen unter euch, die zum ersten Mal dabei sind. Wie läuft das Format ab? Das Format läuft montags in drei Teilen ab. Der erste Teil ist der allgemeine Marktüberblick. Der zweite Teil, da gehe ich so ein bisschen auf die aktuellen Einflussfaktoren. Und der dritte Teil ist dann der Teil, wo es um eure Fragen geht. Ihr könnt nämlich neben dem Videofenster, in dem Chatfenster eure Fragen reinschreiben. Ich schaue mir die an, werde sehen, ob ich darauf Antworten kriegen kann. Einige sind ja auch schon da, die sehe ich da zumindest mal. Und ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, natürlich in der Kommentarzeile unter dem Videofenster eure Fragen reinzuposten, die nehme ich dann natürlich für die nächste Folge, zum Beispiel am Mittwoch 14 Uhr mit, und werde versuchen, diese zu beantworten. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, den YouTube-Kanal von Comdirect zu abonnieren. Wäre natürlich schön, lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Format gefällt, einen Daumen runter. Wenn nicht, schreibt mir auch natürlich gerne Kritikpunkte, Anregungen, Wünsche, wie auch immer, in die Kommentarzeile rein, damit ich diese aufnehmen kann und entsprechend umsetzen kann. Und ansonsten würde ich vorschlagen, legen wir gleich mal los. Und natürlich mit dem DAX, da wo heute eher so ein bisschen dröger Handel zum Wochenstart angesagt, weil wir nämlich heute einen Feiertag in den USA haben, und zwar den President's Day. Da bleiben die Aktienmärkte geschlossen, und das hat sich dann auch eigentlich schon heute mal morgen im asiatischen Handel gezeigt. Da war so ein bisschen dröge Stimmung bei den entsprechenden Handelsaktivitäten. Wir haben Gewinnmitnahmen gesehen, die chinesischen Börsen nach der Neujahrsfestwoche auch eher so ein bisschen langweiliger unterwegs. Und ihr seht, hier ist der Chart mal auf, Moment, erstmal auf 5-Jahres-Sicht, damit man die längerfristige Perspektive sieht. Man sieht also immer hier schön dieses kaskadenförmige Hochlaufen, natürlich viel Konjunkturhoffnung. Ein positives Sentiment eben für eine baldige Konjunkturerholung in den Märkten drin, die einfach dafür Sorge trägt, dass diese Rücksetzer, die wir in den letzten Jahren hier gesehen haben, immer wieder Verkäufe geführt oder beziehungsweise dann eben Investoren für Neuanstiege in den Markt gelockt haben. Ansonsten, wie gesagt, heute eher wie ein sehr, sehr dröger Handel, Handelsrange, kann man sagen, fast 60 Punkte oder sowas. Also da ging es dann mal so bis in den Bereich von 17.054 Punkten heute im Tagestief, und weiteren Verlauf seht ihr jetzt 17.091 Punkte, das ist quasi schon das Tageshöchstkursniveau, wenn man es hier sieht. Hier seht ihr es nochmal, also wirklich relativ weniger, ganz, ganz dünner Handel. Tagesagenda auch sehr dünn, das heißt, wir haben heute eh kaum größere Marktbewegungen gesehen, kaum Nachrichten, weder von der Makro- noch von der mikroökonomischen Sicht. Und das ist so ein bisschen der Status quo, den wir da heute zum Wochenanfang gesehen haben. Ich muss hier gerade mal nebenbei die Chats aufrufen, beziehungsweise das Chatfenster, damit ich natürlich sehe, was ihr hier für Fragen reinschreibt. Und das ist so ein bisschen der Handel, zumindest mal heute im DAX. Gucken wir nach Amerika. Gut, da können wir so ein bisschen mal die Wochenrückschau machen, weil natürlich da heute nicht wirklich viel los war. Wie gesagt, es ist Feiertag, deswegen holte ich hier nur mal relativ schnell durch. Das heißt, wir sind also auch in Deutschland und Europa wieder mal darauf angewiesen, dass die Amerikaner richtig Gas geben, richtig ihre entsprechenden Handelsimpulse für auch den europäischen Handel geben, weil sonst ist hier wirklich relativ wenig los. Also aus eigener Kraft heraus, da passiert sehr, sehr wenig bis gar nichts, weil eben die Impulse nicht da sind. Und ja, das zeigt sich natürlich insgesamt im kompletten Handelsgeschehen. Und man sieht es halt auch natürlich hier in der letzten Zeit. Ich zoome mal hier ein bisschen mehr rein. Wie gesagt, heute der Blick eben auf die entsprechenden Tagesverläufe macht keinen Sinn. Ihr seht es hier, da ist wesentlich mehr Dynamik drin. Auch hier so hätte man annehmen können, dass sozusagen der S&P 500 das nicht schafft. Ne? Der DAX sozusagen hatte ja hier schon zur Jahresmitte letzten Jahres so eine leichte neue Höchstkurse ausgebildet, ist dann zurückgekommen. Und jetzt sieht man aber hier diese Outperformance gerade der amerikanischen Börsen ganz, ganz gut im S&P 500. Ihr erinnert euch, der DAX wäre in diesem Verhältnis ungefähr auf diesem Niveau hier, so bei 4.000, was haben wir hier, 4.750 Pi mal Daumen, würde ich jetzt formulieren. So kann man das ungefähr sehen. Und wir sind jetzt aber über hinausgeschossen, also eine klare Outperformance im marktbreiten S&P 500. Der Vollständigkeit halber nochmal der Blick auf den Nasdaq 100. Wie gesagt, heute auch dort kein Handel. Ist klar, auch ein amerikanischer Aktienmarkt oder eine amerikanische Handelsplattform. Demzufolge da natürlich auch heute handelsfrei. Aber nichtsdestotrotz, der Vollständigkeit halber, schauen wir mal in Richtung USA. Und haben da natürlich auch die Möglichkeit, da mal langfristig zu sehen, dass die Tech-Werte
Hier sieht man es auch sehr schön, diese Outperformance eben in den letzten Monaten. Man sieht also wieder die glorreichen Sieben, die siegesreichen Sieben oder die Magnificent Seven, wie sie so schön heißen, sind eben die großen im Endeffekt Heilsbringer in den USA und führen halt die amerikanischen Börsen an. Gucken wir mal auf die Einflussfaktoren aus den letzten Tagen. Auch ganz spannend. Natürlich als erstes mal auf das Währungspaar Euro-US-Dollar. Da sieht man weiterhin die Flucht, oder was heißt die Flucht, die Richtung, die Kapitalrichtung weiterhin in Richtung US-Dollar-Anlageraum. Man sieht es hier, es das heißt so ein bisschen der Zins, die Zinssenkungsfantasie in den USA aus den Märkten draußen. In Europa logischerweise auch keine Zinsanhebungsfantasie. Hier haben wir sozusagen auch eher die Tendenz, dass die Wahrscheinlichkeit durchaus da ist, dass in Europa die Zinsen eher abgesenkt werden könnten als in den USA, zumindest mal spekulativ. Das sorgt einfach dafür, dass man momentan so einen Abwertungsdruck im Euro zum US-Dollar sehen, der US-Dollar tatsächlich mit einer Stärke unterwegs. Das sieht man gegen andere Währungspaare auch, zum Beispiel den japanischen Yen, Britain Pound, also hier Cable, britische Pfund und Schweizer Franken, glaube ich, auch so ein bisschen. Habe ich jetzt dezidiert noch nicht geguckt, aber zumindest mal gegen die anderen beiden großen Währungen auf jeden Fall. Dann gucken wir mal der Vollständigkeit halber nochmal auf das güldene Edelmetall. Und da sieht man nämlich auch so ein bisschen, dass da derzeit die Tendenzen seitwärts gerichtet sind. Wir pendeln so um die 2000 US-Dollar-Marke. Ich finde es erstaunlich für die generelle Inflationsentwicklung in den letzten Jahren. Hätte man nicht annehmen können, dass sich das Gold so lange hier auf diesem Niveau über 2000 US-Dollar hält. So langsam wird, sage ich mal, na gefährlich vielleicht nicht, aber die saisonalen Effekten preisen sich langsam aus dem Gold raus. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass wir hier so ein bisschen ab März dann eben abwärts gerichtete Tendenzen sehen. Das ist also eine Saisonalität, die sieht man sehr häufig. Man sieht es hier zum Beispiel, zack, ging es hoch und dann sozusagen in der zweiten Jahreshälfte hier ein bisschen verlagert, weil da Sondereffekte in den letzten Jahren natürlich auch waren, ging es wieder runter. Das Ganze, wenn man sich im langfristigen Chart ansieht, kann man diese Saisonalität immer wieder sehr gut erkennen, dass gerade eben im ersten Quartal oftmals eben Gold gesucht ist und danach dann eben so ein bisschen die Korrekturbewegungen zu sehen sind. Und das denke ich tatsächlich, sehen wir in dieses Jahr auch kategorisch. Also sprich, es wird eine ganz klare Tendenz dazu geben können, dass wir Korrekturfaktoren sehen. Wir haben die Inflationstendenz draußen, wir haben die Zinssenkungsfantasie, die so langsam aus dem Markt rausgeht und nicht mehr so überbordend ist wie noch zum Jahresanfang. Wenn man sich überlegt, zum Jahresanfang, wenn man sich überlegt, wir sind das Jahr gestartet nach nur 165 bis 175 Basispunkte Zinssenkungsfantasie für die USA mit Beginn März. Jetzt sind wir bei 100 Basispunkten bis zum Jahresende mit Beginn Mai. Also da hat sich schon sehr, sehr viel getan, eben an diesem Ende. Und von daher muss sich das auch im Endeffekt beim Gold irgendwann zeigen, dass sozusagen natürlich diese Tendenz, dass eben der Zinsoptimismus rausgeht, dann im Endeffekt sich auch bei dem Gold zeigt. Ich würde heute nochmal das in Bitcoin reinnehmen. Ich finde das ganz spannend, relativ ruhig geworden, gerade eben natürlich auch um die ganzen Ereignisse im letzten Jahr. Es ist ein ETF aufgelegt worden, immer mehr amerikanische Investoren beziehungsweise institutionelle Investoren gehen in Bitcoin rein. Und der schleicht so lang, oder Bitcoin insgesamt schleicht so langsam von einem neuen Verlaufshoch zum nächsten und man hört quasi davon nichts mehr so richtig in der Berichterstattung. Finde ich mega spannend, zeigt aber auch, dass wir hier und 5 Jahre Chart, genau, haben wir. Zeigt aber auch, dass hier eigentlich ein ganz gesunder Trend, also insgesamt da ist. Das heißt, dieser Aufstieg, den wir gesehen haben, natürlich nicht von der absoluten oder relativen Performance hier, die ist schon mal heftig, aber es wird halt nicht groß zum Einstieg geblasen. Das ist ganz spannend, dass also hier die Medienberichterstattung eher rückläufig, also eher ruhig ist und dass hier also sozusagen gerade was am Brodeln ist. Da auch nochmal der Hinweis, im April soll es das Bitcoin-Halving geben. Das könnte natürlich sein, dass da schon so ein paar Ausläufer im Vorfeld zu sehen sind. Also von daher könnte das nochmal ganz spannend sein. Aber man sieht auch totgesagte Leben länger, wenn ich so daran erinnere, dass im letzten Jahr sich hier viele von den Marktschreiern und Auguren schon die Hände gerieben haben und den Bitcoin für tot erklärt haben. Den wurde sozusagen anderes gezeigt, beziehungsweise die Stimmung oder die Meinung ist dann widerlegt worden, wie man hier sehr eindrucksvoll sehen kann. Also von daher durchaus ganz spannend, sollte man zumindest mal, selbst wenn man nicht investiert ist oder investiert sein will, immer mal auf der Agenda behalten, weil Bitcoin tatsächlich eine Anlageklasse geworden ist, die so ein bisschen Ehrenbereich direktes Investment in Technologie als vielmehr irgendwie digitales Gold oder in so einen anderen Schmarrn im Endeffekt zu sehen ist. Egal. So, gucken wir aufs Brent Crude, ganz wichtig, Schmierstoff der globalen Konjunktur, um es mal abzukürzen. Und
Da haben wir hier ein klassisches Bild, was eben für die Uneinheit oder Ungeeintheit in den aktuellen Finanzmärkten spricht. Das heißt, man ist sich nicht ganz sicher, sehen wir tatsächlich in China, in Europa eine Konjunkturerholung oder nicht. Man kann aber hier so eine kleine Bodenbildung durchaus erkennen. Das heißt, in diesem Bereich ist eine größere Nachfrage definitiv zu sehen, was natürlich auch insgesamt Konjunkturannahmen, generell natürlich auch Preisstützungen von den OPEC-Plus-Staaten und so weiter mit zu tun hat. Das heißt, also durchaus eine interessante Situation, dass man annehmen könnte, dass zum Jahresende hier wieder steigende Kurse zu sehen sind. Also Brent Crude könnte tatsächlich zum Jahresende hin ab dem dritten Quartal wieder eher mit steigenden Notierungen zu tun haben. Sollte man mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, könnte nochmal ganz spannend sein. So, damit bin ich durch mit Teil 1 und Teil 2. Wir gehen zu Teil 3. Ich gucke kurz in den Chat rein, gucke mir mal an, was ihr für schicke Fragen habt. Und dann lege ich auch gleich los. Ja, sind schöne Fragen drin. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Mega, mega, mega. Ich baue das mal immer so ein bisschen mit ein, wie ich das Ganze natürlich in diesem ganzen Programm mit unterbringen kann. So. Natürlich auch die Aktien, die ich in der Headline reingeschrieben habe, also AIA, Hershey und Greek Seafood. Seafood, die nehme ich natürlich mit rein, weil ansonsten ist es unfair für diejenigen, die extra deswegen hier eingeschaltet haben. So, und zwar fange ich am besten mal an. Was habe ich hier gerade von gesehen? Oh, Daimler Truck können wir mit reinnehmen. Ist auch eine gleich mit als erste Frage drin. Also kommt die auch mit als erste Frage hier rein. Ja, Daimler Truck ist eine super zyklische Aktie. Also ein Hersteller von Trucks, LKWs und Bussen. Ist natürlich davon abhängig, wie sich die Konjunktur insgesamt darstellt. Und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika, in Asien. Das ist dahingehend natürlich eine ganz, ganz wichtige Entwicklung bei dem Unternehmen, weil, was ist denn hier jetzt Daimler? Weil natürlich dadurch, weil natürlich dadurch die, wenn die Konjunktur nicht läuft, dann werden entsprechend auch weniger Trucks und entsprechende Transportgüter oder beziehungsweise Transportfahrzeuge nachgefragt. Und das spiegelt sich dann natürlich insgesamt in der Nachfragesituation wider. Also die Suchabfrage hier heute ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wieso findet ihr den Daimler Trucks nicht? Moment, so. Genau, das heißt, natürlich hat man hier einen ganz klassischen Wert, der eben davon abhängig ist, wie sich eben, hier ist er ja, er ist unglaublich. Okay. So, genau, wie sich die konjunkturelle Lage darstellt. Da sieht man natürlich auch sehr gut den Börsengang eben, der vor ungefähr 2 Jahren erfolgt. Dann gab es eben so ein bisschen hier diesen Rückgang, weil man eben natürlich davon auch ausgegangen ist. Konjunktursorgen, China ist nicht so richtig mitgezogen und seitdem ist sozusagen hier wieder dieser gute Aufwärtstrend zu erkennen, weil man natürlich dann auch angenommen hat, okay, Nordamerika konnte viel abfangen. In China sieht die Situation nicht so mies aus, wie man es gedacht hätte. Europa hat dann auch eine relativ robuste Nachfrage. Das heißt also, man hat sozusagen bei Daimler Truck so ein bisschen den DAX-Chart auf Steroiden, wenn man es so will, mit natürlich einem größeren verstärkenden Charakter einfach dadurch, dass eben hier dieser konjunkturelle Aspekt eine wesentliche Rolle spielt. Und man sieht also auch hier mit der aufkeimenden Konjunkturhoffnung für die USA und eben natürlich auch für den dann insgesamt asiatischen Raum gab es hier diesen doch relativ starken Anstieg eben auch in den letzten Wochen. Das spiegelt sich dahingehend auch wieder, dass das eben auch die Zahlen wieder gespielt haben. Die Prognosen waren ganz okay. Also Daimler Truck ist für jemand interessant oder sollte auch gehalten werden, wer eben ganz klar auf eine Konjunkturerholung globaler Natur setzt. Das heißt, Amerika steigt, zeigt sich robust, China, Europa müssen jetzt nachkommen. Wenn das passiert, dann wird sich das natürlich auch weiter durch eine stärkere, höhere Nachfrage nach den großen, schweren Transportmitteln, Fahrzeugen entsprechend widerspiegeln. Und davon wird auch eine Daimler Truck einfach profitieren. Es ist kein Unternehmen, wo ich sagen würde, ich würde darin investieren, wenn ich jetzt per se im Automotive-Sektor unterwegs sein wolle. Dazu ist die Zyklik einfach hier ganz, ganz stark. So ähnlich wie eine Traton oder Traton, das ist, oder Traton, das ist natürlich genauso. Oder eben die anderen Aktien, die eben sehr stark eben im LKW-Bereich unterwegs sind. Da hat man eben diese ganz starke Zyklik eben mit drin. Aber ansonsten durchaus interessant. Also gerade so perspektivisch zum Jahresende würde ich tatsächlich den Daimler Truck allein schon auch wegen der Bewertung halten wollen. 7-mal KGV, 5,3
5-5-prozentige Dividendenrendite, da macht man nicht wirklich allzu viel verkehrt, gerade wenn man perspektivisch auf die nächsten 3 bis 5 Jahre schaut, dann wird auch davon natürlich die Aktie stark profitieren. Das ist übrigens auch ein Grund gewesen, diese starke Zyklik, warum natürlich Mercedes-Benz, also die Mercedes-Benz Group, Daimler Trucks aus dem Konzern rausgelöst hat per Spin-off, weil man eben genau diesen stark zyklischen Charakter eben draußen haben wollte. Das eine, davor hat es bereits schon Volkswagen gemacht, wir haben das schon bei Volvo gesehen mit Scania und so weiter. Also viele Automobilkonzerne, die früher ganz klar, die breit diversifiziert waren, fangen also an, sozusagen ihre einzelnen Sparten entsprechend, die eine starke Zyklik haben, natürlich auszugliedern und sind dann entsprechend, ah, ich sehe schon, sind dann natürlich entsprechend dann jetzt nicht mehr so ganz zyklisch unterwegs. Gucken wir mal auf AIA. Das ist die erste Aktie aus der Überschrift. AIA ist eine asiatische Versicherungsgesellschaft. Moment, ich rufe mal hier den Chart auf. So. AIA Asian Investment. Moment. Ah ja, gut, da unten sind sie, genau. Bom. Ja, das ist hier ein bisschen klein manchmal zu sehen, deswegen ist das dann auch schwierig. Also AIA ist zumindest mal ein Unternehmen, wo ich sagen würde, das wäre eine Alternative, wenn ich unbedingt im asiatischen Raum eben in eine Versicherungsgesellschaft investieren wollen würde. Es ist zwar eine chinesische Gesellschaft, aber also man sieht es ja hier schon, die ist in Hongkong gelistet, sonst hätte sie auch nicht die Hongkong-Eisen hier oben. Man muss aber sehen, wie gesagt, ich bin wirklich nicht der große Freund von Versicherungen, Gesellschaften und Bankaktien generell. Wer also dieses Format sieht, weiß das. Aber bei der AIA ist es tatsächlich so, dass man hier im asia-pazifischen Raum sehr groß und breit aufgestellt ist. Das heißt, man ist sowohl in Singapur, in Malaysia, in Thailand, Taiwan, überall unterwegs, hat also wirklich sehr, sehr viele Ableger. Und ist dahingehend auch in vielen Bereichen Versicherungs- und Finanzdienstleistungen unterwegs, im Bereich der Lebensversicherung für Privatpersonen, sowohl für Unternehmen als auch Unfall- und Krankenversicherung, also sehr, sehr breit und weit aufgestellt, hat einen sehr starken Wachstumsdrive drin, eben aufgrund natürlich Asien, als viele, viele Emerging Markets, die dort sind, die sehr aufstrebend sind, hohe Wachstumszahlen haben und davon profitiert natürlich so ein Unternehmen. Ist ein bisschen getroffen worden natürlich. Und schwächt natürlich hier und da auch immer wieder die Positionierung gerade von chinesischen Versicherungskonzernen ab. Also wie gesagt, ich würde tendenziell mit den ganzen Versicherungsaktien in China und Bankaktien in China vorsichtig sein. Wenn man aber, wie gesagt, unbedingt einen Versicherungspart haben will, dann ist eine AIA zumindest mal eine Möglichkeit, nicht ganz so tief in den Haufen zu fassen oder mit so einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit daneben zu liegen. Es ist aber trotzdem im Verhältnis immer noch relativ hoch mit Risiken behaftet und mir fehlt da so ein bisschen wirklich der absolute Drive. Sollte China jetzt aber zur zweiten Jahreshälfte richtig Drive wiederbekommen in der Konjunktur, dann wird es auch sich natürlich im Versicherungssektor anders darstellen. Das heißt, der Immobiliensektor insgesamt wird dann nicht mehr so stark unter Druck stehen. Die Bereitschaft von Menschen, auch natürlich Lebens- und Krankenunfallversicherung abzuschließen, wird höher sein. Das heißt, da kommt natürlich ein klassischer Drive rein. Solange das aber nicht absehbar ist, hat man hier ein ganz klares Risiko und das muss man halt auch berücksichtigen. Und deswegen tue ich mich da so ein bisschen schwer, weil zu den konjunkturellen Risiken, die bereits jetzt erwähnten, Schattenbanksektor, hohe Regulatorik, halt als Probleme da sind. Und insgesamt ist das halt ein Risikocluster, wo ich eher vorsichtig sein würde. Aber wie gesagt, wenn man eben sagt, okay, nee, ich möchte jetzt unbedingt drauf setzen, setze darauf, zweite Jahreshälfte, kommt der richtige Drive in die chinesische Konjunktur, dann ist durchaus zumindest mal in diesem Bereich eine durchaus interessante Situation, weil eben diese breite Positionierung in Gesamtchina, also neben Asien, neben China in den anderen Ländern noch vorhanden ist. Es gibt andere Versicherungsgesellschaften aus China, die nur auf den Binnenmarkt China fokussiert sind und davon würde ich per se die Finger weglassen. Wie gesagt, der Schattenbanksektor und alles, was damit zu tun hat, viel zu gefährlich. Gucken wir auf Hershey, bevor ich dann hier weiter auf eure Fragen aus dem Chat eingehe, damit ich dann wenigstens mal die Überschriftenaktien erledigt habe. Hershey ist ein bekannter Schokoladenhersteller aus den USA. Wir hatten in der letzten Sendung bereits auch schon mal über eine andere Gesellschaft gesprochen aus dem Sektor. Ich glaube, das war Mars oder eine Gesellschaft, die eben auch sehr stark in dem Bereich da tätig ist. Ja, bei Hershey ist halt so,
Der Konzern gehört tatsächlich mit zu den größten Schokoladenherstellern, wenn man es so will, der Welt. Die wichtigsten Marken sind Reese's, Kisses, Hershey's und KitKat, hier in Europa wahrscheinlich eher bekannt. Man sieht aber auch schon, dass eben sich Hershey eben nicht komplett von den Entwicklungen eben der letzten Zeit abkoppeln konnte. Das bedeutet, was sehen wir hier? Eine klassische Korrektur eben dadurch, dass die Inflation am Anfang dem Unternehmen hilft, weil man eben die Preise im Endeffekt nach vorne kriegt. Dann schlägt das Pendel aber irgendwann um und die Kostenseite, die natürlich auch mitwächst, wie zum Beispiel stark gestiegene Rohstoffpreise, Kakao ist teurer geworden. Wir haben es im letzten Jahr gesehen, Weizen unheimlich stark auch im Notierungswert oder Notierungsniveau gestiegen. Das schlägt ihm zurück. Ein anderer Punkt, der ganz wichtig ist bei Hershey, das sieht man teilweise bei den großen Getränkeherstellern wie Pepsi und Coca-Cola nicht so unbedingt, aber ist bei Hershey momentan bei den Investoren eher als, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen skeptisch, eine Skepsis, die momentan da ist, ist halt das Problem bzw. die Situation, dass halt viele Menschen in den USA gerade sich Wegovy und Ozempic, also die Abnehmmittel, entsprechend Appetitzügler reinpfeifen bzw. spritzen lassen. Und das führt natürlich dazu, dass dann eben die Situation ähnlich ist wie auch im Fastfood-Bereich, dass man jetzt nicht weiß, okay, ändert man, gibt es dadurch einen Paradigmenwechsel, ändert sich komplett das Konsumverhalten, werden die Leute weniger Schokolade essen und so weiter und so fort. Und das zeigt sich halt auch hier, das sieht man also einhergehend gestiegene Kosten plus eben die Situation rund um die Abnehmmittel, dass man eben nicht genau weiß, wie sich das Ganze jetzt darlegt. Mittel- und langfristig würde ich sagen, wird dieser Effekt nicht wirklich lange wahrnehmbar sein, weil man einfach sieht, also zum einen ist natürlich die Positionierung von Hershey einfach brillant, also die haben halt wirklich in den USA große Marktanteile, international sich gut aufgebaut. Und was wir hier sehen, ist so ein kleiner Schreckmoment, der sich natürlich insgesamt zeigt. Wir sehen eine leichte Konsolidierung momentan der Aktien. Ich denke, man könnte mal vorsichtig einen Finger reinhalten, muss natürlich sehen, dass man entsprechend restriktive mit Stop-Loss arbeitet und wenn man überhaupt in den Aktien investiert sein will. Ansonsten guckt man sich die zweiten Quartalzahlen nochmal an, weil das natürlich keine Unternehmung ist, wo man jetzt unbedingt rein muss, weil die eben eine neue Killer-Applikation haben oder irgendeine neue Technologie. Es ist wirklich ein klassisches Brot- und Buttergeschäft oder eher auch Schokoladen- und Zuckergeschäft. Und so zeigt sich so eine Aktie, eine Hershey halt. Also von daher, Konsummittel in den USA, wenn man sich da positionieren will, gehört eine Hershey sicherlich mit zu den Basisinvestments. Wenn man ganz sicher gehen will, guckt euch die zweiten Quartalzahlen an, dann sieht man auch die Effekte. Wie gesagt, ich sehe die nicht so, weil ich glaube, dass der Mensch einfach zu stark dem Zucker verfallen ist. Selbst wenn man sich also irgendwelche Präparate nimmt, klar wird man dann vielleicht weniger essen, aber es wird halt nicht mehr so sein, dass man kompletten Paradigmenwechsel hat, wie gleich bei einer anderen Gesellschaft, auf die wir gleich eingehen, wo es wirklich härter ist. Ich nehme die gleich mal mit rein. Wir können mal die BAT, die British American Tobacco. Da sieht man das nämlich wirklich hammerhart, was da passiert ist. Lange Zeit so ein bisschen auch so eine Gesellschaft gewesen, stark abverkauft, hatte irgendwann so ein bisschen den Bodensatz erreicht. Da könnte man, hätte man von ausgehen können, dass das dann auch sozusagen, ich schreibe das mal ganz aus, dass das dann sozusagen auch schon das Schlimmste vorbei ist. Aber da wurde man eines Besseren gelehrt. Die haben nämlich im Endeffekt es nicht so richtig geschafft, die Raucher, also die wirklich dann im Endeffekt Tabak konsumiert haben, in Richtung der Verdampfer zu bringen. Währenddessen Philip Morris das halt geschafft hat, ist das halt bei British American Tobacco noch nicht so richtig der Fall gewesen. Und das hatte man halt bei der letzten Zahlenvorlage nochmal kundgetan, indem man da massive Abschreibungen auf die Marke oder auf viele, auf das Markenportfolio, muss man hier richtigerweise sagen, von British American Tobacco vorgenommen hatte. Das heißt, man musste hier wirklich, ich glaube, das waren 31 Milliarden oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, 31,5 Milliarden nicht zahlungswirksame Wertminderungen. Das bedeutet also, man hat sozusagen die Markenwerte in der Bilanz entsprechend bilanziert, wenn man also gesagt hat, die haben halt einen bestimmten Wert und hat dann eben festgestellt, dass aber die Umsatzentwicklung das nicht mehr so widerspiegelt. Das heißt also, die Konsumenten kehren den Tabakkonsum den Rücken und gehen halt in Richtung der Verdampfer. Und das zeigt halt auch, dass man natürlich dann irgendwann als Vorstand, als Geschäftsführung reagieren muss oder reagieren muss und dann natürlich entsprechend die Marken reduzieren muss. Das erinnert mich so ein bisschen an Kraft. Wer sich daran erinnert, Kraft Foods, da war das ähnlich. Da musste man auf Kraft Heinz Ketchup und auf andere Marken aus dem Konzern ähnliche Korrekturen vornehmen, weil eben im Endeffekt sich gezeigt hat, durch das Marketing, was man sehr stark zurückgefahren hat in den letzten Jahren, ist einfach die
Markenbotschaft, der Markenwert sehr stark gesunken, man hatte das korrigiert und das führte eben damals vor einigen Jahren mal zu einer massiven Wertkorrektur in den Aktien, so ähnlich jetzt also auch bei BAT, British American Tobacco. Und die Situation ist also tatsächlich so, dass man hier eben Imperial Brands oder eben auch Philip Morris ganz klar bei den Vapes halt sozusagen hinten dran hängt. Und das ist natürlich eine unschöne Situation. Nichtsdestotrotz sieht man aber natürlich auch, wenn man hier langfristig im Endeffekt in dem Unternehmen jetzt investiert war und auch die Dividende hier in den letzten Jahren mitgenommen hat, dann ist das halt nach wie vor so eine Art, ich sage jetzt mal, das hört sich zwar komisch an, aber Value Play, weil man natürlich davon lebt, dass man eben dann hier die Dividende von 7,73% eben bekommt. Der Abwärtstrend ist aber durchaus erkennbar langfristig. Also dieses ganze Thema Zigaretten, Tabakkonsum nimmt zwar mehr ab und hat auch, oder andersrum formuliert, hat zwar immer noch so ein bisschen das Grundrauschen, also immer noch Konsumenten, die das halt nehmen, aber es nimmt tendenziell ab. Und jetzt muss man eben sehen, dass British American Tobacco hier halt wirklich mehr Marketing auch in die Richtung der Verdampfer eben geben muss, damit man das so ein bisschen auffangen kann, damit man eben hinter den beiden Konkurrenten oder zu den beiden Konkurrenten Philip Morris und Imperial Brands einfach aufschließen kann. Und das wäre sozusagen die Gesamtsituation. Ich denke, die werden das schaffen, weil man eben hier bestimmte Marken einfach hat, wo Markenbewusstsein bei den Rauchern entsprechend vorhanden ist. Das heißt, man kann die dann sukzessive halt in die neue Produktwelt überführen. Das ist nicht sicherlich ganz einfach, aber durchaus möglich. Ganz wichtig an dieser Stelle, nicht ESG-konform. Das heißt, wer also sich ethisch, Governance und sozialen bzw. Entsprechenden Regelungen aus dem ESG-Reich heraus unterwerfen will, der ist bei Tabakkonzernen generell komplett nicht gut aufgehoben. Und hier natürlich auch die ethische Diskussion, ob man halt entsprechende Tabakkonzerne investieren will, die muss halt jeder selber führen. Das also auch nur mal zur gesamt operativ-gewirtschaftlichen Situation bei British American Tobacco. Und von daher das mal so erläutert. Aber das habe ich in den letzten Jahren auch schon gesagt, dass man halt immer wieder sehen muss, es ist unwahrscheinlich, dass die Aktien nochmal so einen Run hier hinlegen werden. Das ist tatsächlich der Tatsache geschuldet gewesen, dass während der Covid-19-Pandemie viele zu Rauchern geworden sind. Das war auch ein Phänomen, was danach dann irgendwie scheint viele wieder aufgehört zu haben, beziehungsweise dann eben in Richtung Verdampfer gegangen zu sein. Und das hat eben British American Tobacco halt geschadet. Aber wie gesagt, so ein bisschen rein theoretisch würden die noch im Bereich der Value-Aktien wie eine Art ja, Telekommunikationsaktien eben gehören. Aber das muss man eben so ein bisschen im Hinterkopf haben. Apropos Telekommunikation, ich hatte gerade irgendwas gesehen mit der Deutschen Telekom, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, kommen die in den Baum mit rein, passt gerade, wenn ich schon so ein bisschen die Hinleitung und die Überleitung habe, dann machen wir das auch. Die hatten wir auch schon einige Zeit nicht mehr, deswegen passt das ganz gut. Deutsche Telekom, lange Zeit Sleepy Telekom, aber zu Unrecht, weil eben die Deutsche Telekom eigentlich eine ganz gut positioniert ist. Man hatte also durch eben T-Mobile USA, dass er lange Zeit eher Sorgenkind im Konzern war, das eben wirklich gut positioniert, hat damit dann eben auch durch einen genialen Schachzug mit damals Softbank und dem Sprint Mobile oder Sprint Holding Übernahme sich noch besser positioniert, ist wirklich in den USA zu einem ganz, ganz großer Player geworden und damit hat der Konzern verdient da wirklich mit irres Geld. Sehr, sehr schöne Story. Also ich glaube, viele, die damals hier so ein bisschen skeptisch waren vor den Jahren 2020, sind damit eines Besseren belehrt worden. Und wenn man das Ganze langfristig sieht, sieht man zumindest mal auch hier diesen Aufwärtstrend. Man darf sich nicht täuschen lassen. Dieser Peak hier ist tatsächlich ausgeglichen worden, wenn man über diese Zeit, also das ist hier die Dotcom-Blase, die sich damals gezeigt hat. Ihr seht es also, die Aktien damals über 120 Euro wert gewesen. Würde man in den letzten, hätte man die Aktie wirklich tatsächlich hier oben am Peak gekauft und hätte die behalten, bis jetzt, also bis hierhin, und hätte in diesen ganzen bisher abgelaufenen 23 Jahren jeweils die Dividendenrendite bekommen, in 5% und wieder angelegt, würde man tatsächlich rein rechnerisch oberhalb dieses entsprechenden Kursniveaus sein. Wobei man auch sagen muss, es gab einige Aktien-Split, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also durch die Kapitalmaßnahmen insgesamt und durch die Dividenden hätte man selbst damals dieses ganz hohe, wenn man zum ungünstigen Kurs gekauft hätte, das wieder mit drin. Also das ist halt auch nochmal ganz spannend, dass man das insgesamt sieht. Das ist jetzt keine Fürsprache, dass man natürlich dann Aktien nicht mehr verkaufen soll, aber nur mal auch, um zu erklären, wenn man eben solide Unternehmen hat, dann ist das wirklich so, Value-Titel sind Value-Titel. Und was wir damals gesehen haben, wenn so eine Transformation stattfindet, dass auf einmal aus dem Value ein Growth und aus dem Growth ein Value und was weiß ich nicht alles wird, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das oftmals nicht dann eben nachhaltig ist. Also auch hier, Value bleibt Value, Telekommunikation, Infrastruktur, schon immer Value gewesen, wird sich auch nicht groß ändern. Großer Wachstum kommt zwar mal rein, geht aber auch wieder raus, die Infrastruktur bleibt. Und so ist es bei der Deutschen Telekom auch.
mega gut positioniert. Man kann auch davon ausgehen, natürlich wird das, was wir jetzt gesehen haben in den letzten Jahren, das hohe Wachstum durch T-Mobile, wird sich relativieren. Alleine schon durch die Baseffekte. Das heißt, wir haben immer höhere Wachstumszahlen jetzt gesehen in den letzten Jahren, immer höhere Annahmen von den Analysten, die werden irgendwann nicht mehr erfüllt werden, das ist ganz klar. Dann gibt es wieder eine Korrektur. Nichtsdestotrotz, Deutsche Telekom interessant positioniert, weil da spielt übrigens auch eine Rolle. Es gibt aufgrund einer Gesetzesvorschrift die Verpflichtung dazu, dass, glaube ich, die Kabelverträge in Deutschland neu aufgebaut oder neu abgeschlossen werden. Ihr kennt das, mittlerweile haben vielleicht auch bei euch mindestens 5 verschiedene Kabelanbieter wöchentlich bei euch an der Tür geklingelt in irgendeiner Form. Bei mir war es zumindest so. Teilweise etwas nervig gewesen, aber auf jeden Fall, das ist genau die Folge daraus. Das heißt, die verkaufen jetzt natürlich die Kabelanschlüsse neu, weil eben zur Jahresmitte dann eben die Märkte neu verteilt werden und da sind natürlich viele dabei und wer wird da wohl der große Nutznießer sein? Richtig die, die halt richtig Marketing in die Hand nehmen, die richtig Kohle in Kassen haben, um eben natürlich die Menschen zu überzeugen. Und da nimmt man mal an, dass zumindest mal Vodafone und Telekom da ganz weit vorne sein werden, weil die eben genau diese Power haben und demzufolge diese Neusortierungen zugunsten der Deutschen Telekom einfach passieren kann. Das heißt, dass die sogar im Nachgang eventuell, das weiß ich natürlich nicht, mehr Anteile haben könnten als vorher, weil man eben hier sich ganz gut neu positionieren kann. Also von daher auch nochmal ein interessanter Ansatz, der sich daraus ergibt. Zumindest einige Analysen dahingehend hatte ich mal gelesen. Es war ganz spannend, die Annahme. Würde ich auch tatsächlich mit unterschreiben können, weil ich denke, ja, das stimmt, die Herleitung dazu, die Evidenz oder beziehungsweise die Kausalität, die sich daraus ableiten lässt oder beziehungsweise aufgezeigt hat, ist durchaus stimmig. Also ganz, ganz interessante Annahmen, die sich daraus ergeben haben. Von daher, Deutsche Telekom ist eigentlich ein Standardinvestment, kann man gar nicht anders sagen. RWE, wie tief muss es gehen? Ja, das ist eine schöne Frage, doofe Antwort. Okay, ja genau, bei Telekom spielt natürlich noch in gewisser Hinsicht eine Rolle, dass da ein relativ hoher Schuldenstand ist, das füge ich nochmal nach, ist ähnlich wie bei einer AT&T oder eben auch anderen großen Telekommunikationskonzernen wie eine Vodafone, aber man muss natürlich auch sehen, der Cashflow, den die operativ machen, der ist wirklich groß und bei der Telekom ist es so, dass die Schuldenlast oder die Zinslast schon eine Rolle spielt, aber es ist kein K.O.-Kriterium, dass man sagen kann, die fahren gegen die Wand, sondern das ist natürlich ein Belastungsfaktor, der ergebnismindernd wirkt, aber die bringen ja ein Ergebnis. Also die haben ja ein positives operatives Geschäft. Und klar ist es dann so, das ist eine schöne Hinführung nochmal von G&K oder G.K. dass dann natürlich, wenn die Zinsen wieder fallen, dann natürlich auch die Schuldenlast insgesamt perspektivisch geringer wird. Wobei man auch sagen kann, dass große Konzerne wie eine Telekom, die haben Treasury Departments, das heißt, die haben eben im Bereich der CFOs, also Chief Financial Officer, meist auch natürlich die Möglichkeit, in Niedrigzinsphasen sich langfristig zu verschulden. Das heißt, die haben dann gerade in den Niedrigzinsphasen oftmals langlaufende Anleihen rausgegeben, sodass man jetzt erstmal nicht diese Volatilitäten an den Märkten genau eins zu eins mitnimmt, sondern natürlich, wenn die Zinsen sich verändern, das ist bei so einem Konzern in dieser Form nicht so stark gegeben. Perspektivisch ja, das heißt, hier gilt es immer mehr Jahressicht und das sollte man sehen, aber deswegen an dieser Stelle nochmal so ein bisschen die Relativierung. Gucken wir mal auf eine RWE nochmal, ich glaube, die hatte ich zwar letzte Mal. Ja, hier habe ich auch darauf hingewiesen, wartet einfach dann im Endeffekt entweder eine Bodenbildung ab für Neueinstiege, beziehungsweise ist es natürlich auch erstmal so, dass da eine fehlende Story einfach da ist. Das heißt, wir haben eine Situation, wo einfach in den letzten Jahren die Aktien wunderbar gelaufen sind und was wir jetzt sehen, ist halt eine klassische Korrektur, die sich in solchen Märkten dann ergibt, weil eben die Börsen keine Einbahnstraßen sind. Das heißt, die Kurse steigen nicht permanent, sondern werden auch wieder korrigiert. Die Grundausgangssituation bei einer RWE bleibt aber gleich. Das heißt, wir haben hier nach diesem Fukushima-Desaster im Endeffekt diesen massiven Aufstieg gesehen, diesen schnellen AKW-Ausstieg, hat sich die RWE sehr gut erholt. Und was wir hier sehen, ist halt eine Korrektur von diesem massiven Aufstieg im Endeffekt. Langfristig bleiben die Aktien interessant. Sichert die auf jeden Fall natürlich immer mit einem individuellen Stop-Loss natürlich auch ab, aber passt entsprechend dann auch die individuelle Position einfach so an, dass man mit dem Stop-Loss, was man setzt, dann natürlich auch gut leben kann. Die Aktien atmen, das sieht man ja immer wieder mal durch. Jetzt momentan eben nach den letzten Zahlen, die halt kein Hund hinterm Ofen hervorgelockt haben, sind hier halt die Investoren momentan weiterhin eher in Abgabenstimmung. Und das zeigt sich hier. Solange hier keine Bodenbildung zu sehen ist, würde ich tendenziell die Finger davon lassen. Das ist ganz einfach, weil das Momentum in dem Markt ist. Das Momentum ist ja zumindest kurzfristig abwärts gerichtet. Gerade sieht man das ja hier so massiv eben.
Und da wirklich warten, bis ein Ausgleichskursniveau gefunden wurde. Und dann kann man eventuell die eine oder andere Position aufbauen, aber halt nicht ins fallende Messer greifen. Das ist immer das Gleiche. Das macht keinen Sinn. Antizyklisches Handeln in solchen Trends kann wirklich Haus und Hof kosten dann, oder beziehungsweise nicht Haus und Hof, aber zumindest mal das eingesetzte Kapital mindern. Und das muss ja nicht sein. Also von daher da mal ein bisschen vorsichtiger sein und eben, wie gesagt, nicht in solche fallende Messer greifen, weil das einfach dann eben keine entsprechend gute Ausgangssituation ist. So, dann nehmen wir noch mal die Greek Seafood mit rein. Da gab es nämlich auch noch mal eine andere Frage zu der Moment, Marina Harvest heißt die, glaube ich, wenn ich es richtig ne, oder Marine Harvest. Ja. Gucken wir uns mal beides an. Greek Asa und Marine Harvest sind nämlich zwei norwegische Unternehmen aus dem Bereich Lebensmittel. Hier seht ihr schon. Und die haben momentan, Moment. Also, ja, wir können Stockholm, obwohl, warte mal, Oslo wäre ja hier treffender. So, genau. Ja, bei dem Unternehmen sieht es momentan oder sieht so aus, dass hier eine ungefähr jährliche Produktion von 80.000 Tonnen Lachs und Forellen von dem Unternehmen bewerkstelligt wird. Also schon hammerhart. Man sieht auch hier die Folgen der geplanten Natural Resource Tax in Norwegen. Ist natürlich auch nicht spurlos an den Aktienkursen von eben Greek Asa vorbeigegangen. Was momentan nochmal so ein bisschen zusätzlich auf die Kurse von zum Beispiel einer Mowi, einer Salmar, eben einer Greek oder auch einer Marine Harvest, die wir uns gleich angucken, drückt, ist eben, dass die EU den Unternehmen Vorwürfe zum Verdachten von Preis- und Kartellabsprachen vorgeworfen hat. Das kann teuer werden, das kennt man oder hat man vielleicht auch schon mal gehört, gerade bei europäischen Unternehmen, die eben von der EU eine entsprechende Strafe aufgebrummt haben. Das kann wirklich sehr, sehr unangenehm werden. Und demzufolge sieht man also hier Doppelpack auf der einen Seite die Unsicherheiten durch die norwegische Natural Resource Tax Frage, wie das jetzt weitergeht, Schrägstrich Neuwahl in Norwegen, wer kommt da dran und so weiter und so fort, als auch eine, also die politische Komponente, als auch jetzt nochmal die zusätzliche politische Komponente durch die EU-Kommission. Das sind momentan Dinge, die drücken einfach auf die Aktienkurse rauf und bringen wie eine Art Kursdeckel. Wir können mal, ich packe mal die Aktien einfach mit rein, dann sieht man das ganz gut hier im Vergleich. Die Marine Harvest, das ist nämlich der größte Fischzucht oder beziehungsweise das größte Fischunternehmen weltweit. Die sind entstanden aus der Panfisch Asa und Marine Harvest NV in Fjord Seafood. Und man sieht hier ähnliche Situationen, natürlich nicht ganz so heftig im Endeffekt wie die Greek. Das hat eben damit zu tun, weil man eben hier die Nummer 1 ist in dem Bereich, sich ein bisschen breiter aufgestellt hat, nicht so stark die Abhängigkeit in Norwegen hat, aber insgesamt natürlich nicht ganz unbefleckt davon ist. Wir haben das letztens auch schon bei Salmar gesehen, dass man also hier auch natürlich die Möglichkeit hat, sich mehr von diesen ganzen Thematiken zu lösen. Man fischt da auch mehr in den Weltmeeren noch rum und so weiter, also hat sich anders positioniert. Und das hilft den Aktien halt momentan insgesamt. Demzufolge, also hier aber ähnliche Situation. Das heißt also hier nach der Bekanntgabe Natural Resource Tax, diesen krassen Abverkauf, dann jetzt eben hier die Erholung bei den Mowi bzw. Marine Harvest. Und hier sehen wir das momentan bei den Greek, dass die eben nicht so richtig aus dem Knick kommen. Das zeigt natürlich auch, wie wichtig es ist, wenn man in den Sektor eben unterwegs ist, eine Streuung vorzunehmen, als auch natürlich dann hier wirklich auf die Werte zu setzen, die sich einfach gut positionieren können. Und das ist auch schön nochmal zu sehen, dass eben gerade die großen Player oftmals die Nase vorn haben. Das ist ja auch in anderen Bereichen, sieht man das, ob jetzt im Healthcare-Sektor ist, in der Technologie, in Apple und so weiter. Das sind die Unternehmen, die natürlich ganz klar die Richtung angeben und die sich als erstes eben aus solchen Situationen erholen. Und die kleineren Unternehmen, die kommen dann meistens erst in zweiten, dritten Rundeneffekte hinterher und so ähnlich, also hier auch. Hatten wir aber im Endeffekt im Zuge zu der Salmar auch schon mal gesprochen. Da wird sicherlich eine gewisse Besserung geben, eine Nachbesserung. Aber ich würde hier, wenn man wirklich konservativer unterwegs ist oder vorsichtiger so agieren will, eher abwarten, bis da wirklich auch gerade von der politischen Seite her von dieser Komponente einfach eine ganz klare Richtung vorgegeben ist, bis man weiß, woran man ist. Und dann im Endeffekt investieren. So, Ginkgo Solar, jetzt glaube ich mehrmals nachgefragt worden, kommen die nämlich auch nochmal mit rein, wenn wir die heute hier schon ad hoc die Fragen aus dem Chat nehmen.
Dann nehme ich natürlich eine Jinko auch mit rein. Ja, Jinko Solar, ich glaube, die hatte ich vor einigen Wochen auch schon mal. Also mir kommt zumindest mal die Frage, beziehungsweise Unternehmen bekannt vor. Also nicht nur jetzt vom Namen her, sondern auch von der Fragestellung. Was wir hier halt sehen, ist natürlich ganz klar die Situation. Wir zum einen schwacher Binnenmarkt in China. Ich kann schon gar nicht mehr sagen, oft genug sagen. Der zweite Punkt ist der, was auch ganz wichtig ist. Hoher Verschuldungsgrad bei Jinko Solar. Also ein bisschen die Sorgen dahingehend, dass hier die entsprechendes hohe Zinsniveau drücken könnte. Aber auch ähnlich wie bei der Deutschen Telekom natürlich nicht so massiv überbauen. Aber es bildet sich halt ein Cluster. Und der dritte Punkt ist der, perspektivisch Wahlen in den USA, eventuelle Wiederwahl von Donald Trump bedeutet Ungemach in der Außenpolitik mit China, also zumindest in der Wirtschaftspolitik. Und das wird dann wohl wieder in Richtung chinesische Unternehmen gehen. Und das Problem ist, Jinko Solar konnte sich so ein bisschen darum rumretten, dass die eben über ein paar Tricks bisher diesen ganzen Regulatorien oder der Regulatorik und den im Endeffekt Sanktionen, Strafsteuern und so weiter umgegangen sind, weil die eben in den USA Produktionsstätten haben, als auch natürlich über Tochtergesellschaften, die nicht aus China direkt, sondern eben zum Beispiel über Singapur oder Taiwan kommen, dann die Produkte in die USA entsprechend verschifft. Es kann aber natürlich sein, dass natürlich gerade wenn man eben Sanktionen gegen China fordert, dass dann eben bei der nächsten Runde, die dann sich eventuell abzeichnet, geschlossen wird, dieses Tor, und dass damit dann eben Jinko Solars nicht mehr so einfällt. Also wir haben hier drei wirklich große Punkte, die momentan gegen Jinko Solar sprechen, aber eben interessant durch die Positionierung, weil man eben der größte Solarpanel-Hersteller eben in China ist, auch selber große entsprechende Farmen und so weiter dort eben zur Energie- und Stromerzeugung entsprechend hat, ist das natürlich schon eine interessante Situation. Aber man sieht auch hier natürlich, dass eben gerade Investments in China, also sprich eben in Asien oder in Emerging Markets natürlich immer wieder mit Risiken behaftet sind. Aber auch in der Vergangenheit, wenn man hier länger reinguckt, kann man auch immer sehr gut erkennen, dass es so eine Formation, wie wir gerade sehen, hier auch schon mal gegeben hat. Wir sehen nach diesem massiven Rückgang dann eben nochmal dieses Hochlaufen, wieder diese Korrektur. Hochlaufen und die Korrektur. Also es ist nicht auszuschließen, dass wir eben wieder mal einen Hochlauf sehen werden mit einer anschließenden Korrektur. Und sind genau diese verschiedenen Phasen, die natürlich dann gerade auch Konjunkturentwicklungen immer wieder aufzeigen. Das heißt, also wir sehen natürlich eine Boomphase, Konsolidierung, Bustphase. Boomphase, Konsolidierung, Bustphase. Und so ist das halt normal. Das heißt, wir sehen dann natürlich solche Entwicklungen auch bei den Aktienkursen wieder. Jinko Solar durchaus, wenn man in den Solarbereich investieren will in China, durchaus interessant, weil mit einer oder der größte Player dadurch schon interessant, aber behaltet ein bisschen Hinterkopf die Systematik rund um eben außenpolitische Wirtschaftsbeziehungen zu den USA könnte schwierig werden. Binnenkonjunktur muss auf jeden Fall laufen. Zinsniveau sollte im Endeffekt wieder tendenziell in die Richtung Süden gehen, also das heißt eine Lockerung auf diesem Niveau. Dann läuft es auch mit den Aktien wieder. Wer in solche Aktien investiert, immer als die Po-Beimischung sehen. Ganz klar. Also finde ich eher in die Tendenz, so ähnlich wie auch jetzt zum Beispiel bei einer, also nur mal als Beispiel, natürlich nicht vergleichbar, aber eine Tesla oder dergleichen, ist für mich auch hopp-oder-top, schwierig in der Bewertung, weil man eben hier auf komplett anderes Unternehmen setzt als eine Aktie aus einem Automotive-Unternehmen. So ähnlich ist es bei einer Jinko Solar auch. Da setzt man natürlich darauf, dass sich China insgesamt eben in den kommenden 10, 20, 25 Jahren eben wirklich gut entwickeln wird und natürlich dann eben die Solarenergie eine wesentliche Rolle spielen wird, die Nachfrage nach Solarpanels steigen wird. Und solche Unternehmen, die eben groß positioniert sind, wie eine Jinko Solar, davon überproportional profitieren werden. Und deswegen sind solche Aktien interessant. Nicht um hier, natürlich auch zum Traden auch, klar, wenn man Trader ist, kann man das natürlich auch machen, aber es ist halt immer ein bisschen schwierig, natürlich die 1 bis 3 Jahressichtweise da anzulegen, weil man eben genau durch diese Zyklen, die sich eben ergeben, wie ich sie eingangs besprochen habe, natürlich immer wieder auch getroffen werden kann. Das sieht man ja hier, wenn man hier eben zum Ze falschen Zeitpunkt, oder was heißt falscher Zeitpunkt, wenn man hier eben auch entsprechend investiert war, hat man genau wieder diese 1 bis 3 Jahressicht, zack, dann geht es eben im Endeffekt runter, wieder diese klassische 1 bis 3 Jahressicht, nicht so massiv wie hier, wieder runter und das hat man eben im Endeffekt in diesem Zyklus auch wieder. Und so kann man das Ganze halt betrachten. Das heißt, ein bisschen kleinere Depotposition, wenn man eben investiert ist, immer mal auch ein Auge drauf haben, Finger an der politischen Zeit, dann im Gucken, wie ist die Tendenz, ist Jinko Solar davon betroffen und so weiter. Und dann kann man im Endeffekt da drin auch investiert bleiben oder sein. UPS können wir machen, nehmen wir rein.
Ein Unternehmen aus Amerika, mit einer der größten Logistikkonzerne, die es dort so gibt, United Parcel Service. Die hatten so ein bisschen für einen Schreckmoment gesorgt, kann ich mich daran erinnern, bei den letzten Zahlen, die waren nicht wirklich sehr gut aufgenommen worden. Und das ist halt genau der Punkt, wo man einfach sieht, der Logistikbereich spielt eine ganz wesentliche Rolle. Also der Transportlogistikbereich, auch wieder so ein bisschen diese Hinleitung zu Daimler Truck natürlich, zeigt an, wie eine Konjunktur ist. Ja, auch ganz klar. Wenn also weniger konsumiert wird, wenn weniger produziert wird, müssen weniger Waren entsprechend verschickt werden. Werden weniger Waren verschickt, verdienen wir weniger Geld, richtig? Eine Deutsche Telekom, eine Deutsche Post, FedEx und eben auch eine United Parcel Service. Und deswegen gucken Investoren immer auf die Zahlen von United Parcel Service und von den großen Logistikkonzernen, weil man darüber Rückschlüsse machen kann, wie es eben um die Konjunktur in der Welt, jetzt bei United Parcel Service, weil die halt so groß und global aufgestellt sind, bestellt sind, als auch in den einzelnen Sektoren bzw. in den einzelnen Länderaufteilungen rein, dass man eben sehen kann, okay, wie läuft es in Nordamerika, wie läuft es in Europa, wie läuft es in Asien, um eben Rückschlüsse zu machen. Und da ist es tatsächlich so, dass bei United Parcel Service eben, dass die so ein bisschen vorsichtiger waren. Auch was die Prognose angeht für dieses Jahr, da ist man so ein bisschen zwiegeteilter Meinung, aber es hat auch damit zu tun, das darf man nicht vergessen, United Parcel Service ist natürlich unheimlich stark davon abhängig, wie sich die Kostensituation, Lohnseite bei den Angestellten darstellt, wie die Spritkosten sind. Also alles, was sozusagen klassisch inflationstreibenden Charakter hat, zeigt sich natürlich hier. Und wenn die Inflation steigt, der Konsum sinkt, ist man sozusagen als Logistikkonzern, als klassisches Transportunternehmen sozusagen wie so ein Schraubstock drinne. Die Kostenseite drückt, die Ertragsseite geht zurück und das ist die Situation, die man momentan findet. Die wird sich auflösen. UPS ist auf jeden Fall mit einer natürlich der größten Konzerne, ist so ein bisschen vergleichbar, ähnlich wie eine Deutsche Post oder eine Deutsche WorldNet oder eben auch eine FedEx. Aber eben auch zyklisch. Und das ist genau der Punkt, der kommt zurück. Wir sind verwöhnt worden in den letzten Jahren, dass eben diese Zyklik aus den Märkten rausgedrückt wurde. Aber sie ist eben doch da und das sieht man halt hier. Und die wird sich halt auch nicht rausdiskutieren lassen. Aber guck mal, langfristig sieht man auch, der Trend ist hier sozusagen im Median zumindest aufwärts gerichtet, kommt eben daher, weil eben die Weltkonjunktur prosperierend ist. Das heißt, sie wächst und geht nach vorne. Menschen wollen mehr konsumieren. Wir haben das Phänomen eines zunehmenden Online-Handels und das war natürlich auch hier der Nutznießer als Konzern davon. Was wir also hier sehen, würde ich momentan auch so ein bisschen in dem Bereich der Konsolidierung, Auspreisen von Basiseffekten durch die Covid-19-Pandemie sehen und als gesunde Marktkonsolidierung langfristiger Natur. Das heißt also, Konzern, wenn die sich ein bisschen auch im Kursniveau beruhigen sollten, das heißt also, sich dieser Bereich hier unten vielleicht so um die 140 US-Dollar als Unterstützung herausstellen könnte, wären die Aktien interessant, eh nur was für langfristig unterwegs ist und auch eh nur was für in den defensiven Sektor sich positionieren will, weil eine UPS quasi für mich so ein bisschen im Bereich im Logistik, Transport, Infrastruktur gehört, eher defensiv, man hat ein Riesennetz aufgebaut, Markteintrittsbarriere unheimlich hoch, kommt also nicht irgendein Unternehmen um die Ecke und sagt so, ich werde jetzt mal eine zweite UPS, da muss man richtig Geld in die Hand nehmen. Passiert nicht so schnell, also von daher durchaus interessant und UPS ist eigentlich ein durchaus ein gutes, gut geführtes Unternehmen, aber wie gesagt, natürlich kann sich den allgemeinen Gegebenheiten natürlich auch nicht vollends entziehen. So, okay, UPS haben wir. Rio Tinto, komm, den nehmen wir mit rein. Ein australischer Bergbaukonzern im Bereich des Eisenerz sehr stark positioniert und Kupfer, soweit ich es noch in Erinnerung habe, auch natürlich sehr stark zyklisch abhängig von der Konjunkturentwicklung. Das wird sich natürlich bei Bergbaukonzernen auch nicht wegdiskutieren lassen. Was hier aber ganz spannend ist, dass man teilweise, ich nehme mal London, genau. Dass man natürlich, also ein australisch-englischer Bergbaukonzern, und man sieht also auch hier wieder ganz klar diesen zyklischen Charakter drin, was aber ganz spannend ist, dass man eben zwei Aspekte hatte. Zum einen sind die Preise in den letzten Jahren sehr stark durch Lieferengpässe oder beziehungsweise Lieferkettenstörungen gestiegen, aber man hat zwar weniger verkauft, hat aber dadurch mehr Einnahmen genommen. Das heißt, Umsatz ging im Endeffekt zwar, also blieb gleich, man hatte aber weniger an Waren transportieren müssen, um sozusagen den gleichen Umsatz zu erzielen, weil die Preise eben gestiegen sind. Was wir jetzt gesehen haben, ist, Preise sind rückläufig, aber die Nachfrage steigt. Und dieses ausgleichende Momentum hat so ein bisschen den
Bergbaukonzern zumindest mal einigen Quartalen den Hintern gerettet und hat also dafür Sorge getragen, dass die eigentlich ihre Gesamtsituation, die Gewinnsituation ganz gut halten konnten. Aber man muss halt auch sehen, dass die das nicht permanent und dauerhaft machen können. Das sieht man also hier, bumm, da gibt es halt mal den Einbruch, dann gibt es halt hier wieder diese Korrektur, da die Korrektur und immer wieder diese, wie so ein Tischtennisball, den man sozusagen auf die Tischtennisplatte schmeißt. So sind natürlich auch die Aktien dann unterwegs. Was wichtig ist zu sehen, also auch hier dieser mittelfristige Aufwärtstrend, weil natürlich die Produkte Eisenerz und Kupfer und was die nicht alles im Endeffekt produzieren, Nickel, wichtige Rohstoffe sind, die halt eben mit einer prosperierenden globalen Konjunktur entsprechend natürlich dann stärker nachgefragt werden. Aber man muss natürlich auch damit leben können, dass die halt ab und zu mal die eine oder andere Korrektur hinlegen. Hier ganz interessant, hohe Dividendenrendite, ich glaube momentan mittlerweile fast bei genau 9% vor Steuern. Die Bewertung relativ günstig, das natürlich auch gerade im Bezug eben zu dieser starken Zyklik, eben zu den Problemen, die ich gerade beschrieben habe, oder tendenziell auch den latent vorhandenen Risiken in den Aktien. Langfristig aber bleiben die Aktien interessant. Also wer eine Rio Tinto in seinem Depot hat, lasst die im entsprechenden liegen, platziert die bzw. sichert die mit einem großzügig großen Stop-Loss ab, den man auch im Endeffekt gut vertragen oder ertragen kann. Und dann nimmt man die eben immer wieder jedes Jahr die Dividende mit, die zahlen und hat eigentlich einen sehr, sehr guten aufgestellten Rohstoffkonzern. Der ist eben wirklich riesig groß, genau wie die BHP oder eben auch wie eine Glencore, die ihr auch nachgefragt habt, die ich jetzt auch gerne hier nochmal mit reinnehme. Glencore, für mich auch ähnlich wie eine Rio Tinto, gehört so ein bisschen, wenn man in den Bereich Rohstoff investieren will, eigentlich zu den klassischen Basis-Investments. Das kann man gar nicht anders sagen. Glencore hatte eine lange Zeit lang unter den Ereignissen des hohen Verschuldungsgrades gelitten. Man hat aber den Konzern wirklich auf links gekrempelt und hat hier wirklich ganz, ganz massiv nachgebessert, also auch gerade die Bilanzstruktur verbessert, die Schuldensituation im Endeffekt auch stark reduziert. Also wirklich eine richtig krasse Arbeit geleistet. Also wirklich grandioser Konzern. So ein bisschen auch mal, wer Interesse hat, kann sich mal durch die Entstehung des Konzerns mal auseinandersetzen. Die sind ja durch eine Fusion mit Xstrata entstanden und der ehemalige Gründer ist ja Mark Rich. Der Name ist Programm, ein Milliardär, ein ehemaliger amerikanischer Milliardär, ich glaube ein Rohstoffhändler, der den Konzern hier geschmiedet hat. Der aber dann durch Sanktionsvergehen im Endeffekt, glaube ich, mit Iranöl war das oder das in die Schweiz fliehen musste und lange, lange Jahre dann sozusagen von den USA gesucht wurden, dann irgendwann eine Amnestie erlassen wurde. Ich weiß nicht, wer das war. War das damals, ich weiß gar nicht, irgendein amerikanischer Präsident hatte ihn dann sozusagen freigesprochen, beziehungsweise dann dahingehend einen Erlass erteilt. Und durchaus war der Konzern insgesamt halt ein wirklich sehr gut geführtes Unternehmen. Es sind wirklich absolute Profis, die dort in dem Konzern tätig sind. Und mir gefällt eine Glencore eigentlich auch gut. Diese haben immer den Puls an der Rohstoffzeit. Die wissen sozusagen, dadurch, dass die sowohl im Rohstoffhandel als auch in der Rohstoffförderung, also die haben mehrere Minen, die sind in vielen Bereichen, die machen wirklich alles Mögliche von Zucker, Weizen bis über in den Industriemetallen, Edelmetalle. Also die sind wirklich international, vertikal bestens aufgestellt. Bauxit, Aluminiumoxid, Eisenlegierung, Nickel, Zink, Kupfer, Blei, Kohle, Öl, Agrarstoffe, wie gesagt, Getreide, Reis, Ölsaaten, verzehrbare Pflanzenöle, Zucker. Also in allen möglichen Bereichen sind die unterwegs. Ein riesig groß, gebunt gemischter Rohstoffkonzern, also von daher ganz spannend. Wenn man also ein bisschen in Rohstoffen unterwegs ist, finde ich den Glencore mega spannend. Die haben sich jetzt vor kurzem von dem Nickel-Part getrennt, beziehungsweise von dem Verkauf, weil sie merken, da sind die Margen nicht mehr so groß. Also die sind da schon sehr agil. Mir gefällt der Konzern ganz gut. Also wenn man eben im Rohstoffsektor sich durchaus den Risiken, die natürlich aus der Zyklik, aus dem Rohstoffsektor insgesamt entstehen, bewusst und natürlich auch bereit ist, die einzugehen, die Risiken, sind solche Aktien mega interessant. Dann gehören die also im Endeffekt schon ins Depot, gerade auch in der Kombination. Man hat es auch gesehen, die Dividendenrendite hier bei einer Glencore liegt bei 7,18%, 7er KGV. Also von daher, man kriegt das Risiko auch entsprechend vergütet, muss sich denen aber auch durchaus bewusst sein. Aber durchaus ein interessantes Unternehmen.
Ja, Kainer Morgan ist ein interessantes Unternehmen. Stimmt, die sind Pipeline meines Erachtens unterwegs in den USA, in Dienstleistungen rund um den, was ist das, Midstream, also sprich in dem Transport von Rohöl beziehungsweise von alles, was mit Petroprodukten so zu tun hat. Da sind die ganz gut aufgestellt. Das ist auch ein interessanter Sektor, den man durchaus in Erwägung ziehen kann, wenn man eben sagt, oh, Zyklik ist nicht so meins, weil im Endeffekt ist es ja den Pipeline-Unternehmen vollkommen schnuppi, was für eine Konjunktur ist, weil Öl im Endeffekt immer gefördert werden muss. Ob die jetzt in irgendwelchen Lagern liegen, abgerufen werden von den Unternehmen, whatever. Aber die Pipelines dazwischen, das ist ja das, was sozusagen ja weiterhin genutzt werden muss. Und wie viel dadurch fließt, ist im Endeffekt dem Pipeline-Unternehmen erstmal egal. Und das ist genau das Spannende. Das heißt, Kainer Morgan ist durchaus interessant. Die hatten wir an dieser Stelle auch schon mal vor einiger Zeit gehabt. Wer ein bisschen, sage ich mal, nicht so krass in die Zyklik im Ölsektor rein will, der kann durchaus durch solche Aktien wie zum Beispiel eine Kainer Morgan durchaus so ein bisschen so ein Alternativ-Investment-Bereich aufbauen aus dem Bereich der hier natürlich ganz klar fossilen Brennstoffe. Das kann man gar nicht umgehen, das ist halt so. Und von daher, keiner morgen finde ich halt auch ganz spannend, deswegen auch nochmal cool. Vielen Dank für den Hinweis an dieser Stelle. Es passt nämlich ganz gut auch ins Gesamtbild rein. So. Ich gucke mal nochmal weiter. Ich kann hier nur kurz, also wie gesagt, alle Unternehmen, die ich jetzt hier noch nicht so vielleicht dran nehmen kann, nicht böse sein, einfach in die Kommentarzeile reinschreiben. Ich nehme die dann gerne am Mittwoch mit. Ich kann hier nur mal kurz durchscreenen. Und wir versuchen, kommen die Hypoport und die Deutsche Pfandbrief, die nehme ich mal als Kombipack mit rein, weil beide aus dem gleichen Sektor sind und beide eigentlich grundsätzlich von der gleichen Problematik betroffen sind. Hypoport eben ein Portal zur Vermittlung von, Moment, ach Gott, von Krediten und, oder Hypoport, Moment so. Und wenn natürlich die Zinsen hoch sind, sind erstmal generell die Nachfragesituationen nach Krediten naturgegeben geringer. Das heißt, hier fragen ja nicht institutionelle Investoren an und sagen, hey, vermittel uns mal irgendwie einen 100 Milliarden oder 100 Millionen Kredit, sondern hier fragen halt die klassischen Häuslebauer, nenne ich es jetzt mal, also der deutsche Michel an und versucht natürlich dann seine Immobilie, die er kaufen will, entsprechend über die Plattform von Hypoport zu finanzieren. Wenn die Zinsen eben steigen, werden immer weniger in diese Nachfragegruppe oder in die potenzielle Kundengruppe reingespült. Und das sieht man halt auch hier, je günstiger das Geld war, desto größer ist das Geschäft gelaufen und je mehr die Zinsspekulation aufgekommen ist, desto mehr ist natürlich auch die insgesamte Gewinnsituation von der Hypoport in Frage gestellt worden. Das Ganze zeigt sich halt hier. Hypoport an sich hat halt keine Kreditrisiken. Also das heißt, die haben aus meiner Sicht, soweit ich weiß, kein eigenes Buch. Also die nehmen die Kredite nicht auf, sondern die vermitteln halt nur. Aber die Vermittlungstätigkeit wird natürlich tendenziell geringer, weil die Zinsen eben höher sind. Das ist die Situation. Das heißt, ein Hypoport wird dann wieder davon profitieren, wenn die Zinsen sinken, tendenziell zum Jahresende. Also könnte das interessant sein, wenn man sich in dem Bereich positionieren will, also in der Plattformökonomie, bei dem Bereich von der Kreditvermittlung, könnte man so vielleicht anfangen, in den kommenden 3 Monaten mal darüber nachzudenken. Nehmt euch eine Hypoport auf die Watchlist drauf. Zum Jahresende könnten die dann tatsächlich interessant werden, weil die Zinsen perspektivisch ja wieder sinken könnten. Also selbst wenn wir das Zinsniveau, das den Zinszenit jetzt gesehen haben und wir keine Zinssenkung sehen, bedeutet das, Worst Case ist eingepreist erstmal und dann wird sozusagen perspektivisch über die kommenden Jahre noch das Geschäft von der Hypoport wieder entsprechend laufen können. Also durchaus interessante Situation bei einer Hypoport. Anders sieht es aus bei einer deutschen Pfandbrief. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das erstmal so schnell vonstatten geht, weil wir einfach hier das Problem haben, dass die in vielen auch gewerblichen Immobilienbereichen, also es ist halt ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, aus der, ich glaube, Hypo Real Estate damals raus agierend, sich im Bereich der Immobilienfinanzierung auch zu tummeln und hier einige Gewerbeimmobilien, glaube ich, zumindest gehört zu haben, mitfinanziert. Das heißt, hier haben wir also ein Unternehmen, was sozusagen ein eigenes Buch hat, ein eigenes Kreditbuch. Man nimmt also einen Kredit auf, die Deutsche Pfandbrief gibt das raus, nimmt entsprechendes Kreditrisiko rein und verdient dann durch den entsprechenden Zins, den man dann den Kunden entsprechend berechnet. Das Problem ist, dass natürlich je weniger oder je höher dann natürlich die Zinslast oder beziehungsweise die Menschen dann nicht mehr in der Lage sind, die Kreditzinsen zu zahlen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kredit notleidend wird, abgewickelt werden muss, man im Endeffekt dann Rückstellung bilden muss, beziehungsweise dann Abschreibung vornehmen muss. Und das ist halt die Situation. Das heißt, ein schönes Beispiel dafür, wie eine deutsche Pfandbriefbank im Gegensatz zu einer Hypoport eben mehr unter Druck steht in der aktuellen Situation und vor allem natürlich auch erstmal nicht so schnell da wieder rauskommen wird, weil selbst
Wenn das Zinsniveau sich absenkt und eine Erleichterung zu sehen ist, bedeutet das ja nicht sofort, dass die alle wieder liquide wären und dass natürlich auch die Gewinnsituation eine andere ist. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Unternehmen, was insgesamt einen Buchhalt hat, also wirklich die Kredite reingenommen hat und man jetzt einfach ein bisschen Nachlaufzeit braucht, um auf solche Situationen reagieren zu können. Man kann immer so sagen, 1 bis 2 Jahre, dann erholen sich solche Unternehmen wieder. Das gilt sowohl für die Zinsanstiegs- als auch für die Zinssenkungsphasen. Und das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Deswegen bleibe ich dabei. Deutsche Pfandbriefbank für mich nach wie vor uninteressant. Hier würde ich frühestens mal zum Jahresende reingucken. Die nächsten 3 Quartale, da bin ich mir nicht ganz sicher, was da noch passiert. Aber ich denke mal nichts Gutes. Und von daher würde ich da die Finger von lassen. So, ich hoffe, ihr habt bis jetzt die Finger auch von dem Ausschaltknopf gelassen. Den könnt ihr jetzt aber betätigen. Ich wünsche euch mal schnell einen schönen Abend. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Lasst ein Like da, wenn euch das Format gefällt, ein Dislike, wenn nicht. Schreibt mir natürlich gerne in die Kommentarzeile eure Wünsche, Anregungen, Gedanken, Fragen, die jetzt nicht rangekommen sind. Alle Aktien rein. Ihr könnt auch nur den Aktiennamen reinschreiben. Ich weiß dann schon, was damit gemeint ist. Oder von mir aus auch eine WKN. Das würde schon hilfreich sein. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und wenn ihr wollt, guckt am Mittwoch 14 Uhr hier nochmal vorbei. Und es gibt noch ein kleines Add-on in dieser Woche und zwar am Donnerstag gibt es Hebel Select bzw. einen Experten-Talk zu dem Thema Hebel Select. Ganz spannend, da ist sind ein paar Vertreter dabei von zum Beispiel Société Générale als auch von der Stock 3 AG, der Bastian Galuschka. Und ein Kollege von mir, der Markus Niebuhr. Also ganz interessante Mischung. Wir haben ja schon ein bisschen geguckt, wie wir das Ganze gestalten können. Wird mega spannend. Also auf jeden Fall lohnenswert. Haltet euch das entsprechend im Kalender fest. Am Donnerstag 17 Uhr. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Aber erstmal am Mittwoch 14 Uhr einschalten. Und dann gibt es die Antworten auf eure Fragen. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.